Bewusstheitszustände. Wurzelnd ruht der Berg, tief mit der Erde verwachsen. Aber sein Scheitel ragt zu den Gestirnen empor. Du bist beiden verwandt, mein Geist, dem Zeus wie dem Hades, und doch von beiden getrennt. Mahnend ertönt dir der Ruf, wahre dein Recht auf des Weltalls Höhen, nicht haftend am Niedern, sinke vom Staube beschwert dumpf in des Acheron Flut. Nein, vielmehr zum Himmel empor. Dort suche die Heimat, denn wenn ein Gott dich berührt, wirst du zu flammender Glut. Giordano Bruno. Die wohl spannendste und die bei weitem revolutionärste Wissenschaft, die sich aus der neuen Hirnforschung und der neuen Bewusstseinsforschung herauskristallisiert hat, ist die Neuroethik. Sie wirft soziale Fragen auf, die hochbrisant, aber auch hochinteressant sind. Sie kann auch die Methoden der Bildung, der Erziehung und ganz wesentlich auch unser Selbstverständnis positiv befruchten. Aus ihr stammt die Frage, die Thomas Metzinger stellte und die Neuroethik auf einen Schlag in den Fokus der Medien brachte. Was ist ein guter Bewusstseinszustand? Ist RTL, Sat.1 und Pro7 zu schauen ein guter Bewusstseinszustand? Die Hirnforschung hat in ihrer neuen Sicht unser Gehirn und damit uns selbst besser zu verstehen zu solchen Fragen ermuntert. Denn das Gehirn ist ein nutzungsabhängiges, von Erfahrungen gelenktes, sich selbst organisierendes Organ, das uns auf diese Weise durch unsere Realität führt. Die Frage ist, wie steuern wir uns selbst durch den Alltag und wie erlernen wir besser, uns so zu steuern, dass wir auch von dem gelenkt werden, von dem wir gelenkt werden wollen. Krass ausgedrückt leben die meisten Menschen wie Ping-Pong-Bälle in der Gemeinschaft, in der sie Fuß gefasst haben. Sie irren von einem Bewusstseinszustand in den nächsten, ohne diese dabei selbst steuern zu können. Das, was ihnen das Erstbeste, Angenehme ist, dem wenden sie sich zu. Dieses Hineinfallen in die angebotene Informationsflut macht aus uns lenkbare Marionetten, wobei wir von überschwänglichen Gefühlen, Emotionen, Spannungen und Einflüsterungen gelenkt werden. Ohnehin verarbeitet unser Gehirn alle Wahrnehmungen des Tages nur zu etwa 5% über bewusste Zustände. Und von diesen Zuständen filtert und selektiert unser Gehirn sogar noch über 90% aller wahrnehmbaren Informationen komplett aus. Unser Gehirn lässt uns nur die Dinge zu Bewusstsein kommen, die an ihr bisheriges Informationsverständnis angeknüpft werden sollen. Wenn man dies für sich versteht, dann beendet man die Parole, dass man ja eigentlich alles in sein Gehirn hineinlassen könne, weil man es ja sowieso selbst immer überwacht und dabei bewusst alles ausselektiert, was einem selbst nicht gefällt. Es ist genau andersherum. Du bist dein Gehirn und es ist schlauer als du. Du wirst niemals dein Ich schlauer lenken können, als es dir dein Gehirn erlaubt. Wären wir nicht schön blöd, wenn wir uns nicht so bildeten und erzögen, wie es für unser Gehirn am besten wäre? Sicher wäre es das. Lebten wir nach unseren Ressourcen und Potenzialen und führten wir uns unsere Bewusstseinszustände selbst zu oder lebten in einer Gesellschaft, die darauf Rücksicht nähme, unsere Gesellschaft wäre eine vollkommen andere. Menschen, die darin lebten und in unsere Zeit zurückkämen, würden glauben, sie besuchten einen völlig fremden Planeten. Dadurch, dass aus Sicht der Politik, der Hochfinanz, der Wirtschaft und der Weltpolitik alles nach den Maßstäben des wirtschaftlichen Wachstums ausgerichtet wird, die Mehrheit dies nicht mitbestimmen darf und das auch zukünftig auf gar keinen Fall soll, wird die kriminelle Elite dieser Welt diese Forschung der Bewusstseinszustände und der Neurobiologie für sich auszunutzen und nur für ihre Vorteile einzusetzen verstehen. Das mag für einige zynisch klingen, die Erfahrung aber lehrt mich, dass es nicht anders kommen wird. Demokratie, so wie sie sich selbst versteht, ist Volksglaube und hat mit der praktischen Politik nur sehr begrenzt etwas zu tun. Es geht auch um das allgemeine Bild des Menschen und um politisch-kulturelle Konsequenzen, schreibt Thomas Metzinger. Welche Bewusstseinszustände fördern Gewalttaten? Welche Bewusstseinszustände werden manipuliert? Welche Bewusstseinszustände werden über die Bildschirmmedien verbreitet und welche wollen wir über sie verbreitet wissen? Kann ein Mensch selbst haftbar gemacht werden, wenn er sich Bewusstseinszuständen verweigert, die seine Gesundheit fördern, dieser aber bewusst ablehnt und die Gemeinschaft dafür aufkommen muss? Welche Bewusstseinszustände braucht die Pharmaindustrie, um möglichst viel Krankheit und damit möglichst viel Geld zu produzieren? Welche die Politik und welche das Kapital der Hochfinanz? Und
Welchen Bewusstseinszustand haben Sie, wenn Sie über sich selbst nachsinnen und sich ein Bild über sich selbst machen? Haben Tiere Bewusstseinszustände in irgendeiner Form? Wir Menschen haben uns seit Jahrtausenden daran gewöhnt, uns selbst zu sagen, dass nur wir über ein Bewusstsein verfügen und dass das Bewusstsein so etwas wie die Krone in der Entstehungsgeschichte der Welt und der Lebewesen sei. Dieses Bild aber scheint zu bröckeln und die Brocken, die dabei abfallen, sind ziemlich groß. Mind-Doping ist ein Trend, der die Leistungsbereitschaft eines jeden von uns unterstützen kann. In naher Zukunft könnte ein Arbeitgeber sagen, wie, Sie nehmen keine Ihre leistungsfördernde Pillen zu sich? Ja, wie soll ich Sie dann einstellen, wenn die Konkurrenz aber solche Pillen einnimmt und deswegen auch bessere Produkte herstellt als wir? Das wird ein Milliardenmarkt, wie ihn die Pharmaindustrie seit dem Aufkommen von Antibiotika nicht mehr erzielt hat. Wie könnte ein Realschullehrer die Arbeit eines Schülers bewerten, wenn er weiß, dass dieser Neurostimulantien zu sich genommen hat, die anderen aber nicht? Wie gehen Lehrer mit Hirndoping um? Wie bewerten Professoren Diplom- oder Doktorarbeiten, bei denen sich Neuropillen für die ausgeklügelte und auch sehr gute Arbeit verantwortlich zeigen? Gibt es irgendwann eine Gesellschaft, die das Einnehmen solcher Pillen genauso für selbstverständlich betrachtet, wie das Stylen der Haare, das Mähen des Rasens oder das Besprühen des Körpers mit einem angenehmen Duft? Heute ist es nicht mehr nachvollziehbar, aber als der Kaffee über die Türkei nach Europa kam, war Kaffee wegen seiner aufputschenden Wirkung in vielen europäischen Ländern verboten. Es gab sogar Länder in Europa, die für das Einnehmen von Kaffee die Todesstrafe festschrieben. So können sich Verhältnisse ändern, doch auch beginnen. Seit fast 150 Jahren schützt das deutsche Strafrecht den Hausfrieden, den privaten Raum unserer physischen Existenz. Sollte uns unser Bewusstseinsfrieden nicht mindestens ebenso viel wert sein? Fragt sich Reinhard Merkel. Wenn man sich einmal über die Bewusstseinszustände Gedanken macht, dann erscheinen Fragen, über die man so gut wie noch nie nachgedacht hat. Sie erweitern und präzisieren unser Verständnis von Moral und Ethik und geben uns selbst dabei die Möglichkeit zu wählen, wie wir einen solchen Zustand bewerten. Erfahrungen werden über zuvor ausgeprägte Andockstellen im Gehirn eingepasst und sorgen dann für eine erhöhte Aufmerksamkeit. So zentriert unser Gehirn den Kompass unseres Ichs. Das Subjekt Ich wird somit mit dem Objekt Erfahrungskörper verschmolzen und bildet mit ihm eine Wahrnehmungseinheit. So werden Bewusstseinszustände erfahren. Wie viel Kraft erst können Bewusstseinszustände für einen selbst erwirken, wenn man sie zu erwirken versteht? In welche Bewusstseinszustände gelange ich Tag für Tag, ohne dass ich diese eigentlich selbst bestimme und sie mir bewusst meiner Aufmerksamkeit zuführe? Gehen wir einmal den Bewusstseinszuständen nach, die Jugendliche heute oft erleben. Manfred Spitzer sagt völlig zu Recht, wenn wir so weitermachen wie bisher, dann werden wir eines Tages die T-Shirts für China nähen. Und er fährt fort, Kinder und Jugendliche verbringen 7 bis 8 Stunden täglich mit Schlafen. Was kommt als nächstes? Die Antwort heißt Bildschirmmedienkonsum. Etwa 5,5 Stunden täglich. Danach kommt mit 4 bis 4,5 Stunden täglich die Schule. Und danach kommt gar nicht mehr viel. Jetzt kann man ja meinen, das sei alles nicht so schlimm. Doch die Hirnforschung zeigt uns ein anderes Bild. Lernen findet nicht nur während des Schulunterrichts im Gehirn statt. Das Gehirn lernt immer, pausenlos. Lernen findet dann statt, wenn Sie Ihr Gehirn gebrauchen. Weil Lernen nichts anderes ist als die Spuren des Gebrauchs des Gehirns. Es gibt eine gute Untersuchung, eine longitudinale Studie, bei der man über 1000 Geburten erfasst hat, die man über 30 Jahre beobachtet hat. Über jeden Einzelnen wurde Buch geführt, wie er sich wann wohin entwickelte. Man fragte sich, was aus ihnen geworden ist. Man hat unter anderem auch erfasst, wie hoch bei jedem Einzelnen der TV-Konsum in verschiedenen Altern ist. Auch hat man deren Gesundheit permanent untersucht. Heraus kam bei der Studie, dass der Fernsehkonsum unter anderem festlegt, wie viel Übergewicht die Menschen haben. Je höher der Fernsehkonsum war, desto übergewichtiger wurden sie. Wie ist das möglich? Weil Fernsehkonsum träge macht und zu Fastfood konditioniert. Der permanent von TV-Konsum herbeigeführte Bewusstseinszustand führte dazu, dass die Versuchspersonen das Fernsehen wichtiger fanden als die Gesundheitspflege über nährstoffreiche Nahrung und über Bewegung. Das erste Erschreckende an der Untersuchung war, dass man feststellte, dass erhöhter TV-Konsum zu früherem Tod führt. Weil Fernsehkonsum, so Spitzer, die Gesundheitsrisiken an koronaren Herz- und Kreislauferkrankungen zu leiden erhöht. Selbst wenn man auf der Couch liegt und passiv Fernsehen schaut, nimmt man mehr zu, als wenn man sich passiv auf die Couch legt und nichts tut.
Das liegt daran, dass beim Fernsehen die Muskelversorgung aktiv abgeschaltet wird. Man untersuchte auch, welchen Schulabschluss die Teilnehmer der Studie erlangten, und diese Daten sollten sich Eltern in ihr Stammbuch schreiben. Wer mit 5 Jahren weniger als eine Stunde am Tag vor der Glotze hängt, erlangt später zu 40% einen Universitätsabschluss oder auch einen beruflichen Abschluss. Keinen Abschluss hatten davon knapp 10%. Die Kinder, die mit 5 Jahren mehr als 3 Stunden am Tag vor der Glotze abgehangen hatten, erreichten nur zu etwa 8% einen Universitätsabschluss. 40% von denen erlangten einen Schulabschluss. Gar keine Qualifikationen erreichten von diesen Kindern später 25%. Jetzt überlege man sich dies einmal für ein paar Generationen hinweg. Wir wissen heute, dass der wirtschaftliche Erfolg einer Nation ganz wesentlich vom Bildungsstand der nachfolgenden Generationen abhängig ist, fährt Spitzer in seinem Vortrag fort. Wie gut wir also in 20 Jahren wirtschaftlich dran sind, das wissen wir heute schon, wenn wir uns angucken, wie gut gebildet die heutige Generation ist. Die longitudinale Studie ist von einer Generation gemacht worden, die in den 70er Jahren des letzten Jahrhunderts aufgewachsen ist, bis hinein in die Anfänge dieses Jahrtausends. Heute schauen Kinder im Durchschnitt etwa 5,5 Stunden in ihre Bildschirme. Noch in den 1980er Jahren waren 50% der deutschen Fernsehprogramme gewalthaltig. Heute sind über 80% aller Fernsehprogramme gewalthaltig. Zwar geht Gewaltverhalten nicht darauf zurück, dass man gewaltverherrlichende Darstellungen sieht und dadurch dann selbst gewalttätig wird. Eine Studie aus den USA zeigte jedoch, dass gewaltverherrlichende Darstellungen gewaltbereite Jungen und Mädchen gewaltbereiter machen und dass solche Szenen selbst harmlose Jungen und Mädchen, welche, die nie mit Gewalt in Kontakt kamen, auf Dauer, also bei langfristigen Konsum solcher Sendungen, harscher und roher in Beziehungen werden. Lassen. Gewaltverherrlichende Darstellungen erhärten das ohnehin schon vorhandene Gewaltverhalten. Noch eine verblüffende Studie. In den USA wurde Schülern beigebracht, wie man Bruchrechnen erlernt. So wie bei uns auch, erklärte der Lehrer den Schülern das Bruchrechnen und sie sollten dann nach einiger Zeit eine Arbeit darüber schreiben. In Japan hingegen erklärte der Lehrer das Bruchrechnen und teilte dann die Klasse in Gruppen auf. Jede Gruppe bekam nun zur Aufgabe, einer anderen Gruppe Bruchrechenaufgaben zu stellen, die sie dann lösen sollten. Dadurch, dass sie sich Aufgaben ausdenken sollten, lernten sie das Bruchrechnen ganz besonders gut, weil die so erforderlichen Rechenkünste in den Gehirnen der Gruppen, die die Aufgaben erstellen sollten, ja auch selbst lösen mussten. Die Gruppen haben im Wetteifer zueinander natürlich Aufgaben erstellt, die sehr knifflig waren. Ergebnis der Studie war hinterher, dass selbst die schlechteste japanische Klasse immer noch mehr als doppelt so gut im Bruchrechnen wurde als die beste US-amerikanische Klasse. Und nebenbei, die japanischen Klassen waren mit gut 37 Schülern gefüllt, die US-amerikanischen Schulklassen mit 25 Schülern, fast 50% mehr Schüler in den Klassen und dennoch doppelt so gute Leistungen. Wenn die Pädagogik es falsch macht, dann nützen ihr kleine Klassen auch nichts. Welche Bewusstseinszustände wie bewertet und mit welcher Intensität, Aufmerksamkeit, angegangen werden, spiegelt das Erlernte wider. Das wirklich Schwierige daran ist, dass Lehrer am Vormittag gegen Hollywood am Nachmittag und Spielekonsole, Handy, in der Pause und am Abend nur verlieren können. Es zeigt aber auch auf, dass viele Jugendliche, vor allem Jungs, Aufgaben brauchen, bei denen sie ihre Umwelt emotional erleben wollen. Gestalten wir sie ihnen in Schule so, dann bin ich mir sicher, wäre die Spielesucht gar nicht so ausgeprägt und der Lernerfolg wäre erheblich höher. Viele Länder, vor allem China und andere asiatischen Länder, büffeln wie die Wahnsinnigen, weil sie wissen, dass sie nur so aus dem Schlamassel herauskommen, in dem sie noch stecken. Deutschland weiß gar nicht mehr, wie es ist, in einem Schlamassel zu sitzen. Der aber steht uns wieder bevor, wenn sich nichts ändert. Erinnern wir uns an den Bandwurm, der aus einem bodenlebenden Wurm entstand, indem er sein Gehirn aufgegeben hat. Aus Bequemlichkeit. Bequemlichkeit führt zur Verachtung von Potenzial. Und das stimmt. Wir können das um uns herum beobachten. Wie sind denn eigentlich im Gegensatz zu den Chinesen die Randbedingungen, unter denen wir aufwachsen? Die Randbedingungen ersetzen die Metahaltungen, nach denen sich Haltungen im Menschen ausbilden, sich für etwas einbringen zu wollen oder einbringen zu müssen. Randbedingungen können aber auch geändert werden. Randbedingungen sind nämlich Konstruktionen, die wir geschaffen haben und nur wir können sie auch wieder ändern oder abschaffen. Metaphorisch gesprochen sind wir Bandwürmer im Darm von Wohlstand, die gar nicht mehr mitbekommen, dass ihnen ihre Grundlagen entzogen werden, wenn sie sich nicht an das anpassen und hinsehen, was außerhalb des Darmes passiert.
dort werden nämlich die Nahrung und andere Rohstoffe für den Wirt immer knapper. Besinnen wir uns nicht auf unsere Potenziale, dann werden wir bitter erfahren müssen, dass nicht alle Welt schläft. Irgendwann könnte nämlich im Darm nichts mehr ankommen, wenn man nicht verstehen will, dass es einen Magen gibt, in dem sich die Konkurrenz immer breiter macht. Das liegt an den anderen gesellschaftlichen Randbedingungen, an dem, was sonst noch passiert. Und da passiert zu viel Unfug und gelangt in die Gehirne der Kinder, mahnt Spitzer die Teilnehmer an. Man kann es wenden, wie man will. Immer kommt man am Ende auf die einzige alles entscheidende Frage. Wie wollen wir zukünftig leben und wie müssen wir derzeit leben? Und da die Gesellschaft sich diese Frage nicht stellt und für eine solche Frage auch kein politisches Interesse existiert, wird sich jeder selbst die Frage stellen und auch selbst beantworten müssen. Welche Bewusstseinszustände führen zu dem Leben, das ich für mich will? Sie sollten allen anderen Bewusstseinszuständen nicht die Aufmerksamkeit geben, die sie ihnen bisher vielleicht achtlos gegeben haben.